Bearcast, dein Motorradreise-Podcast. Jürgen, erstmal ganz lieben Dank, dass wir hier noch mit dir eine Runde quatschen dürfen. Du hast ja auch viel zu tun. Stövelpark-Event, was machst du hier eigentlich? Zwei Dinge. Das eine ist, ich habe einen Stand hier, wo ich über Reisen informiere, ein bisschen was zu Reifen sage. Und ich habe heute einen Workshop gemacht zum Thema Fernreisen und Gedanken drumherum und morgen eben nochmal. Was konnte man da lernen zum Thema Fernreisen? Was hast du da geteilt mit den Leuten? Ja, lernen. Ich will einfach ein paar Anregungen geben, Gedanken und eigentlich so mein Hauptgedanke, einfach irgendwann mal losfahren. Also nicht nur davon träumen, sondern einfach zu machen und nicht darauf zu warten, dass man irgendwann in Rente geht und dann geht nachher gar nichts mehr. Jürgen, also wir haben uns ja schon öfter gesprochen, du hast ja mal bei unserem Podcast auch und so. Ich habe mal eine ganz spezielle Frage an dich. Und zwar planen wir Bears on Tour, planen eine Tour im Sommer. Wir wollen ins Baltikum. Und das ist ja eine Gegend, Litauen, Estland und so weiter, wo du dich auch sehr gut auskennst. Ne? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps für uns, so, die wir mitnehmen sollten? Ich glaube, solange reicht dein Speicherchip nicht. jederzeit und gerne, ja. Pass auf, ich frage mal so. Sag mal ein oder zwei Dinge, die man auf jeden Fall da mitnehmen sollte, wenn man da ist. Oder machen sollte oder ausprobieren sollte. Also, zum einen sind die drei Länder nicht in einen Topf zu werfen. Sie sind alle unterschiedlich. Das fängt mit dem unterschiedlichen Status der Religion an. Litauen ist sehr katholisch geworden, wieder geworden. Lettland ist so und Estland ist protestantisch. Packt die immer gerne so in einen Topf. Ja, ne? Du sprichst auch eben vom Baltikum und das ist eigentlich so nicht ganz richtig. Sie sind sehr unterschiedlich. Sie sind auch in ihrer Mentalität unterschiedlich. Was sie gemeinsam haben auf alle Fälle ist, dass sich in den jeweiligen Ländern ihr Westen und Osten voneinander scheiden. Der Osten ist sehr viel stärker russisch geprägt. Es war lange Zeit eben auch russisches Gebiet. Und das gilt für manche der Städte auch vor allem in den Randbereichen. Also da findest du eine starke russischsprachige Bevölkerung. Und wann immer ich kann so ein paar Brocken aus den jeweiligen Sprachen, aber wann immer ich nicht weiterkomme, spreche ich mit den Leuten Russisch. Manchmal mögen die das nicht gern, gerade also die wirklichen Esten, die wirklichen Letten, die wirklichen Litauer haben ein etwas gestörtes Verhältnis dazu. Aber dann versuche ich zu sagen, ich kann eure Sprache nicht so gut, ich kann ein bisschen besser Russisch. Ihr habt das, die meisten von euch, auch in der Schule gelernt, wenn sie nicht Englisch sprechen. Die jungen Leute sowieso alle, das ist überhaupt kein Thema. Insofern ist das schon mal ein großer Unterschied. Und in vielerlei Bereichen unterscheiden sich eben auch die westlichen Teile und die östlichen Teile. Die östlichen sind eher so wie unsere norddeutschen Bereiche von den Seengebieten her. Es gibt eine litauische Schweiz, es gibt eine lettische Schweiz und es gibt sowas Ähnliches wie eine estnische Schweiz. Dazu kommt, dass Litauen, wenn ich es recht entsinne, gar keine Inseln hat, Lettland ein oder zwei und Estland hat, glaube ich, 3000. Manches ist etwas ungerecht verteilt, aber es ist in Ordnung. Es lohnt sich auch mal über die Insel zu fahren. Es ist wirklich sehr beeindruckend. Beeindruckend sind auch jeweils die Menschen, finde ich. Und darauf freuen wir uns ganz besonders. Wir haben uns auch vorgenommen, wirklich ein bisschen einzutauchen in die Kultur. Wir wollen auch campen, beziehungsweise mal schauen, ob es da Agrotouristik gibt, dass man irgendwie mit Leuten in Kontakt kommt auch und so weiter. Ich sehe schon, Jürgen, wir müssen uns eigentlich nochmal die Zeit nehmen irgendwann und nochmal einen längeren Podcast machen. Du hast immer so viel zu erzählen, ne? Jetzt haben wir gar nicht so viel Zeit, aber was mich noch sehr, sehr interessieren würde, ist, oder was ich noch gerne den Leuten sagen würde, ich habe eben deinen Messestand ein bisschen begutachtet und du bietest ja auch Touren ins Baltikum an. Also diese Tour bietest du auch an, geführt. Zum einen geführt, was wir auch machen, sind Roadbook-Touren. Also du kannst einmal ein Roadbook bei uns kaufen mit der normalen Beschreibung, die du einfach so haben kannst oder gegen ein kleines Geld. Wir bieten aber auch von Hotels, die ich kenne, oder mit Hotels, die ich kenne, eine Tour an, die du in deinem eigenen Rhythmus fahren kannst, wo wir die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Hotels, mit den Strecken einfließen lassen. Vielleicht deine Frage von Anfang nochmal zu beantworten, vielleicht für jedes Land ein
einen Tipp, was sehr schwer ist, weil es gibt ganz viele Sachen, aber was ich in Litauen interessant finde, vor allen Dingen, ich mag die Stadt Kaunas sehr gern. Und es gibt dort unterhalb noch so ein paar kleine Tipps, die ich euch irgendwann mal gerne erzählen möchte, was sich lohnt, dahin zu fahren, wo du denkst, das glaube ich jetzt nicht, dass das hier ist. Für mich ist in Lettland vor allen Dingen dieser Bereich Kurland, der westliche Teil, gut und interessant, vor allen Dingen dann auch Liepāja und dieser ehemalige Kriegshafen Kaunas da oben drüber. Und in Estland ist eine Gegend, die ich besonders interessant finde, die ich sehr gerne mag, dass der Lahjamaa Nationalpark im Norden Estlands, der so ein bisschen einen Querschnitt von dem gesamten Estland widerspiegelt. Das ist sehr beeindruckend. Sowas ist ja immer echt ein super Tipp. Ne? Wir haben gestern auch mit Schottland gehört, es gibt so Gegenden, die bringen alles nochmal auf einen Punkt, so in a nutshell quasi. Ja, ne? Ja. Und das sind ganz, ganz tolle Tipps. Jürgen, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich dich nochmal bitten, dir nochmal Zeit zu nehmen und dann machen wir nochmal eine längere Geschichte mit dem Podcast. Hätte ich sehr, sehr Bock drauf. Ganz lieben Dank, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ne? Wir blenden nochmal eben die Adresse ein, wo man sich Infos für deine Touren holen kann und ich wünsche dir noch ein ganz tolles Event hier. Dankeschön. Bis bald. Gerne.